Jo, und damit einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge OMSI 2 hier nochmal bei dem Halloween-Event. Dabei der liebe Justin. Gude. Gude. Und ja, 380 Pharma heute, was das Event vorgeschrieben hat. Und ja, gehen wir da auf Nachtsicht, dass ich das Ganze sehe. 20 Minuten haben wir, 9.21 Uhr ist Abfahrt und dann mache ich einfach mal 19.19 Uhr. Ah ja, gut. Sollte vielleicht auch noch einen Gang einlegen, da wird das Ganze auch ein bisschen klappen. So. Dann geht's auch schon direkt los. Weil genau die Tour, oder die 389, die ich heute Morgen gefahren bin, die hat mir leider der BBS heute Morgen, oder der oben, nicht BBS, hat mir OBS heute Morgen die Aufnahme gelöscht oder gar nicht übernommen, wie auch immer. Deswegen machen wir jetzt das Ganze. Also heute ist nur eine Fahrt, um sie nach drei anderen aufnehmen und gucken, dass wir für den Betrieb die, was waren es, die 17.000 Euro? Jupp. Heute noch einfahren, ne? So, und für alle anderen OMSIaner im Halloween-Event, lasst euch nicht schicken, denn auch meine Weisheit ist unterwegs. Ja, es funktioniert nicht. Scheiße. Geht halt nur ohne. Die Weisheit, die blutet. Blödes Gehirn. Ah, passt schon. Ja, hör auf zu piepen. Ich weiß, ich muss schon längst unterwegs sein. Ja. Aber ich hoffe, es geht gut, euch gut. Ihr habt... Aber hast du das mal mitbekommen, wie bei manchen Häusern das Halloween die Dekoration aussieht? Ne? Ist auch cool. Also jetzt mal, wenn ich da... Nichts über Halloween in Amerika. Nö, die brauchen sich nicht zu verkleiden. Die laufen direkt auch so rum. Nächste Haltestelle. Machen Sie Platz. Schön langsam anfreuen. Keine großartig hektischen Bewegungen. Nächste Haltestelle. Zwar lenk nach oben reißen. Ach, guck mal, hier haben sie die Straße gesperrt. Was geht denn ab? Ja, das ist der untere Bereich vom Hauptbahnhof Parkplatz Taxibereich. Okay, hab schon gedacht, dass da was anderes ist. Ist aber schon immer gesperrt gewesen. Schon auf Gladbeck. Achso, ich hab gedacht, Justin macht hier wieder extra Party. Nein, man weiß ja nie bei dir. Deswegen hoffe ich ja. Jawohl, die Aufnahme hat auch übernommen. Perfekt. Ach komm, mach doch die 2 Minuten da weg, damit ich wegfahren kann. Es reicht doch schon, wenn ich eine Stunde fahren muss. Eine Stunde nur. Eieiei. Oha. Eine Stunde Fahrt sind in Wuppertal lang. Glaube ich dir. Das ist kein Scheiß. Das ist echt. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ja, und ich krieg auf jeden Fall jetzt die Hucke voll Fahrgäste. Aber dafür kriege ich über 100 Eventpunkte. Guckt euch der mal an, hey. So zieht er mich ab. Hallo. Guten Tag. Die mit dem meisten Eventpunkten. Egal wie lange ich fahren muss. Ich krieg immer nur eine angezeigt. Hallo Busfahrer. Oh, passt ja, schon. Ein paar Tage nicht? Mhm. Doch. Hallo, bist du schon mal gefahren? Morning. Im BBS? Auch nicht. Ja, dann ist klar, du hast keine Genehmigung für die Karte, dann zeigt dir das auch nicht. Ah, ich und die Genehmigung. Lost, that boy. Einfach nur lost. Oh, Kollege, nicht ruckeln. Schön geschmeidig bleiben. Schön geschmeidig. Jetzt fliegt der PC gleich durchs Fenster.
Ja, fast noch. Aber egal. Aber mit Anlauf. Und dann durchs geschlossene Fenster. Nächste Haltestelle. Evangelische Kliniken. Grüß meinen Kollegen. Hallo. 20 Fahrer, Busfahrer. Komm, Kindchen, steig ein. Hallo. So, jetzt habe ich schon wieder 1,30 Verfrühung hier. Dann hab Musiktheater, die ganze Grillo, Gymnasium, alles, was dann bei der Schalker Meile dann da hochgeht, kriege ich nur Verfrühung rein. Das ist echt schlecht getimt, ey. Ach ja, hoppala. Na komm. So, so werde ich auch nie pünktlich. So. Aber weißt du, was ich mich frage, Justin? Nächste Haltestelle. Musiktheater. Ja, ich hab die Ampel angehubt, Zinga, doch. Mach ich immer. So, ich liebe die Augen, aber auch mal auf. So, was habe ich dich gerade gefragt, Justin? Event, genau. Ich frage mich, wie es bei manchen Omsianer aussieht, wenn sie das ganze Event mitfahren, wie viele Abzeichen die dann oben da hängen wenn haben. Wenn du jedes Event mitfährst, dann hast du eine Menge da. Mhm. Diese Event-Scheiße da, die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange. Event Scheiße dann so. Das haben sie, glaube ich, irgendwann mal, also als der BBS veröffentlicht wurde, gab es das noch nicht. Das haben sie irgendwann mal nachgebracht in dem Update. Mhm. Ach so, und Tinker WB aus dem Lurk. Boing. Also wenn ich liebe dich, Busampel, ich kann oh direkt durchziehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, da werde ich mit dem Capacity unterwegs sein. Oder mit dem LKW. Guck mal, Musiktheater kommt, steht keine 380, ne? Aber Hauptsache, so steht drin. Fängt das wieder an zu regnen? Ich habe doch gerade das Wetter aktualisiert. Ey. Ich krieg gerade Depression, wenn das so weiter gefahren ist, nicht mehr. Erst wieder im Sommer. Ich hab gerade so die passende Musik auf den Ohren. Oh. Dazu bräuchte ich erstmal einen Führerschein. Ja, noch nicht ein Auto, ja. Du lach da hinter mir dazu, ja. So, boah, jetzt voll ins Fettnäpfchen reingeschissen hier, ey. Manuel. Was lacht denn noch so dreckig da hinten? Sag mal. Voll gemein hier. Ja, komm, schalt um, Ampel. Guck mal, ich geb das sogar Lichthupe.
dass du umschalten darfst. Also muss auch noch so ein Gefühl Jahrhundert warten, ja. Manu, der fährt mit dem Fahrrad nach Hamburg. Würde ich machen. Würde ich machen. Gib mir. Ja. Nächste Haltestelle. Straße. Ich würde das machen. Wenn er dann das als Video rausbringen. Könnte ich mal. Meine Reise nach Hamburg. Vor allem, eigentlich gehört es zum Privaten. Aber ich habe das Fahrrad, was ich unten im Keller habe, wie gesagt, das habe ich mir neu geholt. Ja, genau. Das Problem ist, ich suche ja ein gescheites, gescheiten Fahrradtempomat, Taromat, aber auch, was halt ein bisschen gescheit ist. Da suche ich mir nämlich momentan auch ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, und zu gucken. So, das ist doch hier die Grillo-Straße, ne? Wo er draufsteht. Meine Schwester hat sich für 2000 Euro ein E-Bike gekauft, ne? Alter, das hat ein Bomber. Das Teil, das geht ab, das ist unnormal. Das fährt so schnell wie eine Mofa. Da trittst du ins Pedal und dann merkst du sofort, wie der Motor angeht. Da schießt sofort nach vorne das Fahrrad. Lol. Und dann siehst du auf dem Display nur 20 km/h. Lol. Ja, aber wie gesagt. Das Schnellste, was ich mit einem E-Bike geschafft habe, waren 40 km/h. Das Problem an der Sache einfach ist, dass du. Also es gibt da so eine Fahrrad-App, die kann ich mir aufs Tablet schmeißen. Das wäre nicht das Problem. Kann ich mir auch vorne dran machen. Aber du hast nicht überall immer die beste Verbindung. Und vor allem, dass auch ein Fahrrad-Taromat da auch mal sehr robust ist, ne? Jo. Ja, das ist ja das Schöne bei den E-Bikes. Da ist die KMH-Anzeige und alles schon im Display eingebaut. E-Bikes sind E-Bikes, die wo sich ein Euro haben, alles schön und gut, aber ich brauch den Mist nicht. Du merkst halt schon, klar, ich wohne jetzt in so einer Stadt, wo halt auch schon viel Berg und so ist. Da ist viel Berge hoch. Da merkst du das schon, dass es eine Erleichterung ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe letzte Woche bei dem ETS2, Woche, wo ich gefahren bin, ich habe mich danach auf die Waage gestellt, ja. Mhm. Ich habe 6 Kilo abgenommen. 6 Kilo der Woche. Junge. Und wenn ich sage, ich fahre ein normales Fahrrad, weil ich strampeln will, dann brauche ich kein E-Bike. Manpower nennt man sowas. Oh, 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 oh. Jetzt rutscht aber aus. Hallo. Das ist doch keine Manpower. Dass ich strampel mal nach Zahlenhall. Nein. Aber trotzdem. Das ist halt so. Wenn du was machen willst für deinen Körper, dann soll es auch so sein. Guck mal, so wie heute. Bei mir vor der Tür regnet es nicht, ja? Ich bin schon bei so einem Wetter auch schon nach Mannheim gefahren.